abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Antibiotika würden die schlimmsten Symptome lindern, aber dafür scheint es zu spät zu sein. Eine solche Infektion kann bei einer Hochschwangeren zu unzähligen Komplikationen führen. Selbst wenn sie überlebt, besteht das Risiko von Hirnschäden. Bis zum Hirntod. Bring bitte diesen Biodrucker-Prototyp und dieses Ferndiagnoseterminal für mich zum Bergsteiger. Wenn du über das chirale Netzwerk eine Verbindung zu mir aufbaust, kann ich mit dieser Ausrüstung eine Diagnose stellen und sie behandeln. Über das Terminal können sie ihren Gencode übertragen. Mit ihm kann ich dann einen DNA-Impfstoff für den Druck ausarbeiten. Bis jetzt lassen sich so nur auf Viren und anderen nicht lebendigen Komponenten basierende Impfstoffe herstellen. Aber in Zukunft könnte diese Einschränkung wegfallen. Dir sollte klar sein, dass das empfindliches Gerät ist. Mach es unter keinen Umständen kaputt. Oh, und danke.
Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind jetzt auch im Einsatz. Waffen geprüft. Vielen Dank. Fracht wird geliefert. Da bist du ja, Gott sei Dank. Sie kann kaum noch. Gut, dass du dich beeilt hast. Laut Arzt funktioniert das Teil nur mit einer chiralen Verbindung. Also, schließ uns an. Wir treten in UCA bei. Wir machen alles. Auf geht's. Das Terminal von hier aus. Einen Augenblick bitte. Alles wird wieder gut. Mit diesem Gerät kann ich Sie untersuchen, als wäre ich vor Ort. Die Manipulatoren am Terminal kopieren meine Bewegungen hier exakt. Und mit dem Biodrucker kann ich Impfstoff nach Maß herstellen. Schade, dass meine Frau nicht mehr von diesen Geräten bauen konnte. Mehr als die hier haben wir nicht. Aber keine Sorge, wir werden alles tun, damit euer Kind sicher auf die Welt kommt. Oh, danke schön. Oh, das ist unglaublich. Du solltest ihm danken. Das Netzwerk, bei dessen Aufbau er hilft, wird die Medizin für immer verändern. Gut, dann wollen wir mal sehen. Du hast uns praktisch einen ärztlichen Hausbesuch organisiert, Sam. Besten Dank. Gut gemacht. BB-28 ist bald wieder im Einsatz. Auf das Kleine ist echt Verlass. Zieh es durch, Sam. Achtung, Sam. Ein neuer Auftrag vom Bergsteiger für dich. Er bringt dich in eine Region, die noch nicht im chiralen Netzwerk ist. Natürlich ist dies eine Chance, das zu ändern. Sieh dir das bitte mal an. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weiter. Oh, du wirst die Krafthandschuhe lieben. Sie verbessern die Arm- und die Greifkraft enorm. Wenn du mit einem Seil eine Klippe erkletterst, schaffst du es deutlich schneller nach oben. Auch das Heben schwerer Fracht wird dir leichter fallen. Und damit nicht genug. Bist du schon mal einen Steilhang hinabgestürzt? Wahrscheinlich hast du versucht, mit den Händen abzubremsen, oder? Also, wenn du die hier trägst, kommst du viel schneller zum Stillstand. Versprich mir nur, dass du damit niemanden schlägst, okay? Dafür sind sie nicht gedacht. Auftrag zugewiesen. Waffeneinschränkung aufgehoben. Ah.
herzlichen Dank. Bridges.
Daten sind während des Aufenthalts blockiert. Rat geprüft. Vielen Dank. Fracht wird geliefert. Du arbeitest für Bridges, oder? Sonst hast du nichts für mich, oder? Nein? Okay, vergiss es. Ich hätte nie erwartet, eine Lieferung in einem so guten Zustand zu erhalten. Hey, ich habe eine Bitte. Könntest du vielleicht die Kamera meines Vaters für mich finden? Es ist eine lange Geschichte, aber er führte in der Gegend Feldforschungen durch. Mein Vater glaubte, der Schlüssel zum Verständnis des gestrandeten Todes läge irgendwo in den Höhlen und Gesteinsschichten verborgen. Doch er starb, bevor er sein Werk vollenden konnte. Jetzt muss ich es für ihn abschließen. Und vor kurzem habe ich etwas gefunden, etwas Erstaunliches. Ich war mir sicher, dass mein Vater genau danach gesucht hatte, auch wenn ich selbst die Verbindung zum gestrandeten Tod nicht sehen konnte. Ich brauchte eine Expertenmeinung, jemanden, der sich meinen Fund ansehen und ihn mir erklären konnte. Also habe ich meine Entdeckungen mit der Kamera meines Vaters dokumentiert. Ich habe alle Einzelheiten fotografiert. Doch auf dem Rückweg traf ich auf eine Gruppe bewaffneter Männer und geriet in Panik. Ich habe alles fallen gelassen und bin einfach nur gerannt. Zum Glück haben sie mich nicht bemerkt. Aber nach der Flucht war die Kamera mit der Box und allem weg. Seitdem versuche ich, den Mut aufzubringen, nach ihr zu suchen. Aber dann fiel mir ein, dass das Frachtetikett noch an der Box klebt. Und ich dachte mir, dass du sie vielleicht orten könntest. Schließlich arbeitest du ja bei Bridges und so. Bitte. Ich würde alles für diese Kamera geben. Ich stelle den Auftrag ein. Ich hoffe, du verstehst, wie wichtig mir diese Kamera ist. Bis ich sie in Sicherheit weiß, kann ich an nichts anderes denken. Du kannst dieses Terminal benutzen, falls du sofort loslegen willst. Hier. Wenn ich selbst ginge, würde ich das hier mitnehmen. Tu dir keinen Zwang an. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere. Thank you.